dann geht es hier über den Höhenförderer und gleichzeitig werden die vereinzelt. Ja, das sieht man hier, da liegen halt zwei oder einer drauf. Ja. So, werden dann hochgefördert und fallen dann oben in den Knacker. Ja. Da habe ich jetzt auch eine Weiche dran, kann ich nur auf eine Seite oder auf beide Seiten machen. Aha, aha, ja? Je nachdem. Ja. Ich kann das Förderband verstellen in der Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt nur einen Knacker habe, dann kann ich es eben langsamer laufen lassen. Ja, ja. Und wenn ich dann beide habe, lasse ich schneller laufen. Oder auch je nachdem, wie viele Leute ich am Sortiertisch habe, kann ich über die Geschwindigkeit vom Förderband kann ich die Menge regeln. Dann fällt es oben in den Knacker rein. Und den ersten Vorknacker lassen wir eigentlich immer ganz leicht eingestellt. Nur, ja, genau. So, und dann fällt es in die zweite Stufe und die muss ich dann eben einstellen. Ja. Ja? Und dann kann ich ganz normal wie im normalen Volumen mit den zwei Schrauben. Aha, ja? Meistens reicht eine Umdrehung verstellen mit den Schrauben unten. Und dann muss ich einfach schauen, wie das Ergebnis ist. Ja. Ja? Aber vor dem Gebläse haben wir nach dem Knacker haben wir so ein Vibrationssieb. Ja? Ja. Also hier, das vibriert praktisch dann hier. Ja. Und da schütteln wir praktisch die kleinen Teile und die großen werden da schon mal getrennt. Ja? Dann fallen die kleinen Teile in das eine Gebläse, das schwach eingestellt ist. Ja. Und die großen Teile fallen in das linke Gebläse, was dann stärker eingestellt ist. Ja? Aha. Aha. Und so haben wir schon eine Vortrennung über das Vibrationssieb, bevor es ins Gebläse geht. Ja. Ja? Ja. Und dann fallen praktisch hier die großen Schalen raus. Ja. Ja. Und drüben fallen dann die ganz kleinen Sachen ganz kleine, raus. Ja. Genau. So. Und wenn ich jetzt nicht diese Höhe habe von der Maschine, dann könnte ich jetzt auch genau diese 80 cm könnte ich jetzt rausmachen und das alles tiefer setzen. Ja. Dann wäre das Gebläse also unten am Boden auf dieser, auf dieser Palette. Und dann könnte ich ein kleines kurzes Förderband nehmen auf den Sortiertisch. Ja. Haben wir auch das mit 1,7 Meter. Mhm. Ja. Mhm. Dann wäre die Maschine 80 cm tiefer. Mhm. Ja. Und dann ist alles komplett auf so einer Stahlpalette schon, also ist ein Europalettenmaß, sodass es transportfertig ist, kann man auch in der Halle dann mit dem Palettenwagen einfach verschieben. Und so ist der Gedanke. Und dann kann ich den Sortiertisch kann ich einfach dann ranstellen. Und jetzt könnte ich nach dem Sortiertisch auch noch ein Kernkalibriersieb hinmachen. So, Sortiertisch haben wir auch erst selbst gebaut mit solchen Kanälen, wo ich dann halt die Nüsse dann hier reinfallen lassen kann. Genau. Hier für Abwelle und hier. Genau, und drüben könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt halbe habe, so wie die zum Beispiel, die könnte ich jetzt da reinfallen lassen. Ja, das did. Ja, und dann könnte ich die auch nochmal durch die Maschine lassen, wenn ich das möchte. Würde auch funktionieren. Aber man sieht schon, das ist jetzt mal das Ergebnis. Ja, wir können ihn gleich nochmal laufen lassen. Ja. Dann sehen wir mal, wie das funktioniert. Okay, ganz gerne.